Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Leiche Emmett und mit Baby Bronco hier in 60 Parsecs. Wir versuchen hier verzweifelt zu überleben. Wir haben die ganze Folge schon kein Essen gehabt, haben aber es geschafft, uns immer wieder Suppendosen herzustellen. Und nun sind wir immer noch dabei, das Ganze irgendwie zum Abschluss zu bringen. Wir müssen irgendwie an ein Buch kommen. Ich bin gespannt, ob wir es heute schaffen. Ansonsten haben wir morgen schon ein kleines Problem, weil ich glaube nicht, dass wir so lange überleben werden. Aber gucken wir mal. So, heute haben wir uns dafür entschieden, den Tempel mit Stärke zu betreten. Gestern haben wir uns entschieden, den Tempel mit Stärke zu betreten. Und jetzt werden wir gucken, was dabei entstanden ist. Wir bauen auch gerade unseren Kommunikator auseinander, um weitere Suppe herzustellen, weil unser Bronco bald wieder hungrig ist. Und wir haben eine Suppe geschenkt bekommen. Nice. Du hast dich für den Weg durch den geheimen Tempel entschieden, der körperlich fordernd war. Du bist über Gruben gesprungen, die mit bunten Bällen gefüllt waren, und du hast dich an gut platzierten Lianen über gepolsterte Schluchten geschwungen. Als du den letzten Raum errichtet hast, bebte der gesamte Tempel und das Gesicht an der Vorderseite erwachte. Eine dröhnende Stimme sagte, jetzt hältst du deine Belohnung. Im letzten Raum befand sich ein Podest, auf dem eine Suppendose stand. Deine Belohnung ist Suppe. Danke, dass du die Geschichten des geheimen Tempels gespielt hast, sagte die Stimme. Aber eine einzige Suppe, ich bitte dich. So, jetzt recyceln wir den Scheiß. Wir haben jetzt noch eine Suppe. Hungrig bin ich noch nicht. Sehr schön. Captain, geht es dir gut? Du musst einen ziemlich schlimmen Albtraum gehabt haben. Wer oder was ist Cthulhu? Er hat gesagt, dass du ihn verehren sollst. Klar. Hör mir zu. Ich erahne schon seit unserer Crashlandung hier eine ständige, unverständliche Übertragung aus den Ruinen. Vielleicht hat sie Auswirkungen auf deine Gehirnwellen, insbesondere auf dein Unterbewusstsein. Du könntest versuchen, dir schöne Gedanken zu machen. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber es ist momentan unsere einzige Option. Und ich bin jetzt nicht wirklich intelligent genug, um das irgendwie zu reißen, aber gut. Ein Versuch ist es immer wert, Freunde. Ein Versuch ist es wert. Du hast versucht, dir schöne Gedanken zu machen, um die Auswirkungen der Übertragung aufzuheben. Dadurch wurde das Problem größtenteils beseitigt. Du hattest schon bald keine Albträume mehr. Ich habe die Übertragung entschlüsselt. Es war eine Werbung für ein antikes Radiodrama mit dem Namen Der Ruf von Cthulhu. Die Werbenden haben versucht, den Plot der Geschichte nachzuahmen, indem ein scheuerliches Kuhmonster die Menschen verrückt macht und in ihren Träumen erscheint. Das nenne ich cleveres Marketing. Okay, wir haben den Verbandskasten jetzt vernichtet. Und stellen einen neuen her, weil der ist halt sehr, sehr wichtig. Kriegen wir halt nur zwei Suppen. War der auch gerade schon da? Mr. Unheimlicher Roboter? Hilfe? Captain, was war das? Dieses Geräusch? Meine Sensoren verzeichnen fremde metallische Objekte an unserem Rumpf. Das ist doch bei meinem Motherboard. Ein Todesrobotertrupp. Sie müssen uns gefolgt sein. Sie sind gekommen, um die kohlenstoffbasierten Lebensformen in diesem Shuttle zu holen. Einer von ihnen ist an Bord gekommen. Behaupte dich gegen ihn. Da wir auf dem Kuhplaneten sind, gebe ich ihm am besten die Kuh. Vielleicht will er die Kuh haben. Aber ansonsten sind wir jetzt tot. Tag 59. Oh, wir haben sie bestanden. Oh, wir haben sie bestanden. Nur wenig erschreckt die Leute mehr als einen bekennenden Gläubigen mit einem Artefakt in seiner Hand. Den Angreifer ist das Blut in den Adern gefroren und sie haben sich schnell zurückgezogen. Die Todesroboter sind weg. Hervorragende Arbeit, Captain. Ihre Programmierung ist offensichtlich nur unterdurchschnittlich. Absolut kein Gegner für mein System oder meine Prozessorleistung. Trotzdem sind es eben Todesroboter. Und früher oder später werden sie wieder zuschlagen. Du solltest dich vielleicht um ein paar Rationen kümmern, Captain. Ich hab doch nichts. Wissen wir was? Wie lange dauert das noch? Zwei verbleibende Tage. Das wird knapp. Ich hab das dreckige Buch nicht. Was soll ich machen? Ich brauche doch nur dieses verdammte Buch. Ich habe nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung wäre, Captain, würdest du dir etwas ausmachen, beim Gehen deinen Mund vor den Mund zu halten? Deinen Mund vor den Mund zu halten, deine Hand vor den Mund zu halten. Ja, uns ist langweilig und wir vernichten dafür die Puppe. Bitteschön. Ich hätte nichts machen sollen, verdammt!
Das wäre, glaube ich, die richtige Lösung gewesen. Tag 61, ey. Ja, die Puppe ist weg. Stellen wir aber auch jetzt nicht neu her. Nee, das können wir nicht machen. So. Wir stellen Klebeband her. Nein, nein. No, Schritt, nein, zurück. Wir müssen den hier erstellen. Werter Herr, da ist etwas Merkwürdiges in unserer Nachbarschaft. Ein Weltraumgeist, der geradewegs auf unser Schiff zuschwebt. Haben wir etwas Ungewöhnliches da, woran er Interesse haben könnte? Ja, hier die Statue, bitteschön. Nimm sie. Hab sie lieb. Tag 62. Der Weltraumgeist schwebte auf dich zu und wandelte mit einem protoplastischen Mikrofon. Du stieß das Artefakt in seine Richtung und er explodierte. In den schleimigen Überresten lag ein Feuerzeug. Gut gemacht, werter Herr. Du kamst, saßt und tratest ihm in seinen schleimigen Hintern. Nice. Haben wir schon Hunger? Oh, ja klar, ey. Ich will mich schon um die nächste Suppe kümmern. Ja, ey, komm. Aber wir haben Feuerzeug bekommen. Das können wir wieder kaputt machen. Oh nein, ey. Oh. Schon wieder die Statue. Dich scheint etwas zu bedrücken, Captain. Ich habe bemerkt, dass du immer wieder aus dem Fenster in die unendliche Leere starrst. Warum? Hast du etwas verloren? Verstehe, du denkst an die Erde. Ich muss zugeben, sie war toll. Also vor dem nuklearen Grillfest. Ich kann mich nicht für eine Weile abschalten. Ich kann mich für eine Weile abschalten, Captain. Möchtest du den Moment für dich alleine sein? Ja, bitte, mit der Statue. Ich weiß nicht, was wir mit der Statue machen. Es ist mir auch egal. Hauptsache, es geht uns gut. Er ist schon wieder da. Ach Gott, nein. Ah, er ist schon wieder da. Aber wir haben Suppe bekommen. Also gebaut. Oh. Ah, du scheinst über etwas bedrückt zu sein, Captain. Aber diese Sorgen sind wohl verflogen. Ich bin nicht überrascht von deiner Entscheidung, Trost bei diesem Astrobürger ausgegrabenen Artefakt zu suchen. Es wird garantiert all deine emotionalen Probleme lösen. Ich kann nicht sagen, ob es das Gemurmel zum Artefakt oder das Jonglieren desselben war, was dir geholfen hat. Er hat zugeguckt, die kleine Schlampe. Okay, wir stellen her das Ding ins Kirchens. Ich spüre ein unbekanntes Flugzeug in unserer Umgebung. Moment mal, da sind noch mehr. Es sind Roboter. Oh nein, das sind nicht bloß Roboter, das sind Todesrobotertruppen. Sie jagen uns noch immer. Mach dich auf was gefasst, Captain. Einer von ihnen ist an Bord gekommen. Behaupte dich gegen ihn, Captain. Mit der Schaufel. Wir müssen verrückte Dinge machen. Weil die, normale Dinge mit der Waffe, ich glaube, der hat eine gute Rüstung. Wir jagen ihn eins mit der Schaufel über den Kopf. Oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Bitte nicht. Ende? Wir haben es überlebt. Oh, den Eindringling mit der Schaufel wieder nach draußen zu drängen, war ein klassischer Move eines Astrobürger-Captains. Davon hatten wir auf der Erde sogar ein Poster, glaube ich. Die Todesroboter sind weg. Hervorragende Arbeit, Captain. Ihre Programmierung ist offensichtlich nur unterdurchschnittlich. Absolut kein Gegner für mein System oder meine Prozessleistung. Trotzdem sind es eben Todesroboter und früher oder später werden sie zurückschlagen. Scheiße. Ja, und die Uhr tickt. Die Uhr tickt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe dieses verdammte Buch nicht. Es tut mir leid, ich habe dieses verdammte Buch nicht. Ich kann es auch nicht bauen. Wenn ich es doch bauen könnte, ich würde es tun. So, wir können jetzt wieder etwas verbessern. Wir verbessern die Waffe. Kann ich den nicht irgendwie wiederbeleben? Wir haben ja das hier schon ver... Ist das verbessert? Haben wir eine verbesserte Rüstung bekommen? Oh mein Gott, das wird uns doch richtig helfen. Wir haben eine verdammte verbesserte Rüstung. Und jetzt holen wir uns eine verdammte verbesserte Waffe. Wir können noch richtig lange überleben. Mit dem letzten Rest des Lebens überleben wir. Oh Gott. Essen, essen, essen. Wir können immer nur herstellen, 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 herstellen. Oh. Leider konntest du den Gefangenen das so dringende benötigte Handbuch nicht geben. Ja, weil ich es nicht habe. Was soll ich denn machen? Die Wesen, die einst auf diesem Planeten gelebt haben, haben mehr Käse verzehrt, als körperlich möglich sein sollte. Sieh dir den Scanner an. Diese kleinen Dreiecke aus Folie überall mit den lächelnden Kühen auf dem Etikett. Das sind alles Verpackungen für Käse. Ein paar dieser lächelnde Kuh-Käsepackungen sind noch verschlossen.
Diese hier lag direkt außerhalb des Shuttles. Das Etikett sagt, dass der Käse erst in 1 Million Jahren ablaufen wird. Möchtest du ihn probieren? Ja, aber dann esse ich ihn doch. Was soll's, scheiß drauf. Essen wir ihn. Haben wir jetzt eigentlich den Scheiß hergestellt? Futuristische Waffe. Okay, mit der futuristischen Waffe werden wir versuchen, sie als nächstes zu töten. Als nächstes recyceln wir die Rüstung. Ein Hin und Her, ein Hin und Her. Wir haben heute gelernt, es lohnt sich, die Gegenstände hin und her zu transferieren. Es lohnt sich einfach. Ja klar, ich meine, immer wenn wir etwas wegnehmen, kriegen wir Material, stellen das andere her, verwerten es wieder, sodass wir immer Energie bekommen. Ah, das ist der ewige Kreislauf. Wir haben hier den ewigen Kreislauf. Alter Schwede. Okay. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge, in dieser Episode, in diesem Versuch sehr viel gelernt. Mal gucken, wie weit wir damit noch kommen. Okay. Du hast den uralten Kuhkäse geöffnet und ihn in eine Suppendose fallen lassen. Das Resultat war die zufriedenstellendste Kombination aus cremiger und tomatiger Köstlichkeit, die du je probiert hast. Auf der leeren Verpackung befand sich ein Feld zum Freirubbeln, das einen kostenlosen Preis versprochen hat. Du hast es gerubbelt und danach ist direkt neben dir im Shuttle Klebeband erschienen. Immer noch gültig. Ich habe es aber jetzt trotzdem gegessen, ne? Also ich habe keinen Hunger. Stellen wir eine Suppe her. Ach, guck mal! Die Edgars sind wieder da. Es tut mir leid, Edgar. Es tut mir leid. Wir haben zwar keinen unerschöpflichen Vorrat an Suppe, aber wir haben diverses altes Forschungszubehör, das in verschiedenen Teilen des Shuttles eingelagert ist. Nur für den Fall, dass ein wissenschaftlicher Forschungsnotfall eintritt. Wenn du bereit bist, eine Dose Suppe dafür zu opfern, könntest du nach einer Möglichkeit forschen, das Rezept zu verbessern. Auf dem Etikett werden alle als Zutaten Tomaten, Wasser und Salz aufgeführt. Wir könnten alles Mögliche dazugeben und so vielleicht die köstlichste Suppe der Galaxie erschaffen. Denk nur an die Möglichkeiten, Captain. Hab ich nicht. Aber der Edgar ist hier. Die Edgars sind jetzt hier bei mir und chillen. Vielleicht beleben sie Emmett wieder. Das wäre echt Knorke. Du hast dich entschieden, deine Suppenvorräte in Ruhe zu lassen und beschlossen, dass selbst eine einzige Dose voll Suppe weitaus wertvoller ist, als das Wissen, das du durch dieses Experiment möglicherweise erlangen könntest. Außerdem hast du behauptet, dass der Geschmack perfekt ist, genauso wie er ist. Er erinnert dich an die Erde, dein Zuhause und deine Vergangenheit. Ach ja, der Geschmack der Mittelmäßigkeit. Ja, die Edgars sind jetzt hier und chillen, finde ich gut. Oder zumindest einer davon. Ja, Suppe haben wir jetzt hergestellt. Das möchte ich jetzt noch nicht recyceln. Wir haben noch Steine ohne Ende. Das heißt, wir können mit den Steinen den Kommunikator herstellen. Bitteschön. Wir empfangen ein Signal aus dem All. Es scheint ein Pulsar zu sein, außer dass er anders pulsiert als alles, was ich bisher gesehen habe. Pulsare sind Neutronensterne mit einer äußerst schnellen Rotation. Sie senden elektromagnetische Strahlen aus, die sie intelligent erscheinen lassen können. Doch dieser hier ist intelligent. Möchtest du die Botschaft entschlüsseln? Ganz ehrlich, ich ziehe an jedem Strohhalm, an jedem, der mir möglich ist. Tag 68. Nein, sie sind wieder da. Oh nein, sie sind wieder da. Oh Gott, aber ich habe die futuristische Waffe, ne? Ja, aber die futuristische Waffe, da ist sie. Mit der kriege ich den bestimmt tot. Aber 100 Pro. So, recyceln. Wir müssen auf jeden Fall eine Sache recyceln. Das ist der Kommunikator. Ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen. Ich spüre ein unbekanntes Flugzeug in unserer Umgebung. Moment mal. Da sind noch mehr. Oh nein. Ja, wir hauen ihn jetzt mit der Waffe 1 rein. Komm. Bitte kein Ende, bitte kein Ende. Nein. Oh, oh mein Gott. Oh, Feuer frei, Feuer frei. Geht es allen gut, Captain? Das war ein gut platziertes Salven. Die Angreifer sind verschwunden, zumindest vorerst. Oh, aber die kommen wieder. Oh Gott.
Bin ich hungrig? Essen wir was? Oh nein. Weißt du was? Ja doch, komm, ist okay. Oder verbessern wir etwas? Wir stellen erstmal die Rüstung her. Es tut mir leid, ich hab das Buch immer noch nicht. Was soll ich denn machen? Ich hab es einfach nicht. Ich kann auch nichts dafür. Bitte schlagt mich nicht. Oh. Da konntest du den Gefangenen, das du dringend benötigst, bla bla. Ich schlage vor, dass du versuchst, irgendein Handbuch aufzutreiben. Aber wo soll ich das denn herkriegen, bitte? Warum kann ich es nicht? Nicht, dass ich wüsste. Okay, wir haben die Rüstung gebaut. Ist sie verbessert? Oh, sie ist verbessert. Ist das genial. Oh ja, bitte. Okay, cool. Ja, nee, weißt du was? Dann stellen wir... Sollen wir die Puppe herstellen? Ja, komm, wir stellen die Puppe her. Diese dreckigen Penner, ey. Der Wind, der die letzten Stunden unablässig geweht hat, hat in der Nähe des Schiffs einen Teil einer Skulptur freigelegt. Die voller Erwartung geöffnete Schnauze einer Kuh, um genau zu sein. Möglicherweise... nee. Nee, nee, nee. Der verschluckt mein Feuerzeug. Das kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Das letzte Mal hat er mein Feuerzeug verschluckt. Das kannst du voll vergessen. Oh, ich bin... Ah, scheiße. Ich hab's vergessen. Oh, das dauert auch noch einen Tag. Achtung, Achtung, wir haben einen Riss. Das Schiff wird kontaminiert. Ich habe alle Notfallprotokolle in Gang gesetzt, doch es scheint alles umsonst. Diese Kontaminierung kann nicht verhindert werden. Captain, du musst dich schützen. Okay, und unsere Rüstung ist top. Da wird uns nichts passieren. Mit der Rüstung kommen wir klar. So, Sockenpuppe am Start. Rüstung verloren. Scheiße. Ah, oh, scheiße. Fuck. Wir müssen uns jetzt was zu essen herstellen. Nein. Ah, oh, ich hätte das andere nehmen sollen. Dreckige. Verkackte. Nun, das war nüchtern, nicht wahr? Das Schiff wurde kontaminiert. Ich hätte die Gasmaske nehmen sollen, die war halt billiger. Captain, es nähert sich ein riesiges Konstrukt unbekannter Herkunft dem Shuttle. Es ist weder Tier noch Roboter, es besteht aus beweglichen Kristallgittern, wie ein gigantischer Kristallosaurus. Autsch, das hat wehgetan. Der Kristallosaurus ist in das Shuttle gekracht und kratzt gerade an dem Rumpf. Er kratzt den Rumpf auf mit seinen Krallen. Ah, jetzt verstehe ich. Krallen? Seinem Hintern? Man weiß es nicht genau. Ich glaube, er versucht, unsere Mineralien zu extrahieren. Captain, wie willst du mit dem Wahnsinn ein Ende bereiten? Mit der Waffe. Und wir haben eine futuristische Waffe. Was soll da passieren? Machen wir gerade Suppe? Wir machen Suppe. Okay. Das mit der Rüstung ist kacke. Das hätte uns noch ein paar Tage gegeben. Sie sind schon wieder da! Aber wir haben Mineralien bekommen. Die sind einfach schon wieder da. Die kommen immer schneller. Ja, mit der Waffe. Alter, was ist eigentlich hier passiert? Du hast einen Warnschuss in Richtung der Füße des Kristallosaurus abgefeuert. Es war zwar nur ein Streifschuss, doch er hat Wirkung gezeigt. Der Kristallosaurus ist brüllend davon galoppiert. Der Schuss hat genug Zeug vom Fuß des Kristallosaurus weggeblasen, um darin Ressourcen zu kriegen. Okay. Wir müssen sie immer wieder verjagen. Wir dürfen die Waffe nicht aus der Hand geben. Wir dürfen die Waffe nicht aus der Hand geben. Der kommt immer wieder. Bitte sei kein Ende. Das kann nicht sein. Es geht noch weiter. Okay, die Rüstung ist nicht verbessert. Schade. Recyceln wir die. Dann ist gut. Wobei, wir sollten erstmal unsere 10 Energie nutzen, um... Ich weiß nicht. Das Artefakt verbessern? Verbessern wir das Artefakt. Gucken wir, was passiert. Ich habe dieses gottverdammte Buch immer noch nicht. Ich komme da auch nicht ran. Oh, oh Mann. Oh, ich bin am Verhungern. Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen, was zu essen zu geben, ne? Guck mal, die Statue leuchtet. Besonderes Artefakt. Suppe herstellen.
Bei einer routinemäßigen Bereinigung meiner Datenbank bin ich auf einen Bauplan für eine Apparatur namens Fluxkompensator gestoßen. Wenn wir ihn installieren, könnten wir so einen Weg nach Hause finden. Ganz ehrlich, ich habe keine andere Wahl. Ich meine, auch wenn es schief geht, auch wenn ich mich verletze, ich habe keine andere Wahl. War klar. Du hast gestern versucht, den Fluxkompensator zusammenzubauen, aber alles ging schief. Eine falsche Bewegung hat dazu geführt, dass die Vorrichtung explodiert. Du wurdest zwar verletzt, aber zum Glück wurdest du nicht irgendwohin oder irgendwann hin teleportiert. Da sickert etwas ins Shuttle hinein. Sieht aus wie Eisenspäne. Könnte es vielleicht Nanomaschinen sein? Da draußen führt eine Spur leuchtender, frischer Blumen und Erde in die Ferne. Die Nanomaschinen verteilen sich auf dem Boden in den verschiedenen Richtungen. Wir befinden uns in einer äußerst gefährlichen Lage, Captain. Soll ich sie weiter reinlassen? Ja, lass sie weiter rein. Komm. Ja. Kommt rein! Hier, freundet euch mit den Edgars an. Alles wird schön, alles wird gut. Oh, hungrig bin ich auch noch. Scheiße. Oh. Verzweiflung. Da kommen bestimmt die Bots wieder, ey. Ich hab. Was ist das denn? Die Nanomaschinenflut, die in die Kabine eindrang, verwandelte sich um einen leeren Sitz in einen reißenden Strudel. Du hast beschlossen, abzuwarten, um zu sehen, was passiert. Sie fing an, aufzuwallen und einen riesigen, strahlenden Hügel zu bilden und nahm die Gestalt eines Menschen an. Nach einiger Zeit verzog sich langsam an ihrer Stelle, erschien ein neues Besatzungsmitglied. D.D. Dawkins, wir sind alle ein wenig misstrauisch gegenüber diesen Nanoklon-Menschen, aber er scheint vollkommen glaubwürdig zu sein und bereit zu helfen. Ein weiteres paar Hände, aber auch noch jemand zum Durchfüttern. Alter Schwede, Alter, was für Glück ich habe. Ich muss dieses verdammte Buch organisieren. Wo könnte ich ein Buch finden? Okay, weißt du was? Wir gehen hier hin mit D.D. Dawkins. Und D.D. Dawkins nimmt mit die Gasmaske und die Schaufel. Bitteschön. Alter, was für ein Glück. Oh, ist das gut. Endlich nicht mehr alleine. Guckt sie euch an, D.D. Dawkins, sie ist da. Alter Schwede. Okay, stellen wir Suppe her. Aber wir müssen sie jetzt noch durchfüttern. Ich hoffe, sie bringt Essen mit. Ich habe ein Nachweltarchiv innerhalb der Ruinen gefunden, das öffentliche Informationen über die Geschichte dieses Planeten ausstrahlt. Ein Großteil der Daten ist mit der Zeit beschädigt worden. Und das, was übrig ist, klingt gerade erfreulich. Klingt nicht gerade erfreulich. Die antiken Völker dieser Welt sind technologisch so weit fortgeschritten gewesen, dass sie sich letztendlich selbst zerstört haben. Sie haben ihre Welt verschmutzt, bis es kein Zurück mehr gegeben hat und sind in ein zweites Mittelalter voller Armut und Bürgerkrieg geraten. Danach sind sie einfach verschwunden. Das Archiv erklärt nicht wie. Captain, geht es dir gut? Ja, komm, die Puppe. So, wir machen jetzt erstmal eine Suppe fertig, hoffen, dass D.D. Dawkins uns was Nettes mitbringt und dann kann sie auch meinetwegen sterben, ist mir egal. Aber ich brauche nur das Buch. Wenn ich das Buch kriege, ich schwör's, ich lasse die einfach. Sie sind schon wieder da. Du bist wegen der Geschichte du bist wegen der Geschichte vom Ende dieser Welt und der Bedeutung für andere höchst fortschrittlicher Zivilisationen so verstört gewesen. Du musstest dir die Socke überziehen, um dich daran zu erinnern, dass letztendlich alles gut werden würde. Die Socke hat dich dazu inspiriert, ein paar kurze Schritte außerhalb des Shuttles zu unternehmen und dir den einst fruchtbaren Sand durch die Finger rieseln zu lassen. Mehr gab es aber auch nicht zu finden. Okay, Dede ist unterwegs. Hans-Dieter ist wieder da, aber wir können ihn hoffentlich abschrecken. Hoffentlich. Okay, wir müssen kurz recyceln gucken. Was würde uns Steine geben? Die Sockenpuppe. Kann man die Sockenpuppe verbessern? Wir könnten die Sockenpuppe verbessern.
Aber ich glaube am besten, wir verbessern den Kommunikator. Halt. Ist das richtig so? Würde er... gab uns der Kommunikator Steine? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach mal. Scheiß drauf. Irgendwas müssen wir machen. Ob wir jetzt die Rüstung machen oder Kommunikator, ist auch egal. Ne? Im Endeffekt werden wir sehen, was passiert. Ich spüre ein unbekanntes Flugzeug in unserer Umgebung. Moment mal, das sind noch mehr. Es sind Roboter. Oh nein, das sind nicht nur bloß Roboter. Das, oh Gott. Oh, sie jagen uns noch immer. Mach dich auf was gefasst, Captain. Einer von ihnen ist an Bord gekommen. Behaupte dich gegen ihn, Captain. Stärke. Oh Gott, ich kann es mir nicht angucken. Das lief so gut. Das lief so gut, bitte sei kein Ende. Tag 79. Die machen mich fertig, Leute. Die machen mich fertig. Du bist mit einem zornigen Kriegsschrei auf die Angreifer zugestürmt und hast sie ohne Rücksicht auf das Eigentum der Astrobürger niedergerungen. Ich kann letztendlich nicht gutheißen, aber ich weiß zu schätzen, dass sie vertrieben wurden. Gute Arbeit. Ah, sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Oh Leute, ich bin fertig. Ich bin vollkommen fertig. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viele Folgen habe ich jetzt aufgenommen? Rohdateien. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir haben schon Freitag. Ja, dann würde ich sagen, komm, scheiß drauf, wir machen Samstag noch eine Folge. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder beim Überlebenskampf hier auf dem Kuhplaneten. Haut rein, euer Zero. Tschüss.